Jamaikas Leichtathletik-Ikone Usain Bolt, 32, hat das Angebot des maltesischen Meisters FC Valletta abgelehnt. Dies teilte Bolts Manager Ricky Sims via ESPN mit, wir erhalten regelmäßig ähnliche Anfragen. Ich kann bestätigen, dass Usain diese Möglichkeit in Malta nicht verfolgen möchte, erklärte Sims bezüglich der abgelehnten Offerte. Valletta wollte Usain Bolt mit 2-Jahres-Vertrag ausstatten, da achtmalige Olympiasieger Bolt, der eine Karriere im Profifußball anstrebt, hatte zuletzt bei seinem Startelf-Debüt als Probespieler für den australischen Erstligisten Central Coast Mariners in einem Testspiel doppelt getroffen. Valletta wollte den Jamaikaner auch mit Blick auf das Supercup-Finale Mitte Dezember und das Ziel Champions-League-Qualifikation mit einem 2-Jahres-Vertrag auf die Insel locken.